Liebe Österreicher, wir haben es allen mitbekommen, wie der Pharaonenadel euch am 1. Februar 2022 herausfordert, als hätte die Pharaonenregierung euch mit dem folgenden Spruch angeschrien: Wollt ihr den totalen Spritzkrieg? Als ob wir immer noch im Dritten Reich wären. Und ja, tatsächlich sind wir immer noch im Dritten Reich, weil die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, mit all dem, was sie links und rechts geraubt, geplündert und darauf in die Schweiz versteckt haben, während Deutschland den Krieg verlor. Leute, der Adel regiert immer noch und sie kommen aus dem Pyramidenland im Mittleren Osten. Alle Beweise dafür findet ihr hier in dem Dokumentar Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels, unter anderem hier auf dem Kanal Mutter der Wahrheit zum Beispiel, aber es gibt noch andere Kanäle. Wir werden so oder so sterben, also habt keine Angst vor dem Tod, weil das, was die Herrscher mit uns vorhaben, noch schlimmer ist. Schaut mal diesen Film Jenseits des Todes auf Netflix an. Übrigens habe ich selber vor einem Monat diese von der Lügenpresse aufgeblasene Pharaonengrippe gehabt. War etwas lästig, aber nix, um so eine Angst davor zu schüren. Die Zeit ist kurz, nur noch einen Monat. Also fängt darum sofort damit an, das germanische Ting wieder einzuführen, auch genannt Tiding oder die Landsgemeinde, damit wir selber wieder Verantwortung für uns selber übernehmen können. Und mit dem Ting diese verlogene Politiker sofort abschaffen und verschrotten können, weil wir mit dem Ting das Selbstbestimmungsrecht wieder übernehmen, statt uns weiter vom Rom und ihrem Pharaonenadel unsere Leben bestimmen und versauen lassen zu müssen. Schau mal den Pharaonenadel hier, wie sie den pharaonischen Todeswunsch machen. Hier die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen links und die Präsidentin der Slowakei Susanna Kaputova rechts. Hier sieht man die beiden nochmal. Die Ursula von der Leyen links, Susanna Kaputova rechts. Ihr Mann heißt Heiko von der Leyen und er ist Direktor einer Firma, die das sogenannte Gegenmittel herstellt. Also sie befehlt uns das Gegenmittel zu nehmen und er verkauft es. Auch der Adolf hier mit den gekreuzten Pharaonenärmen und hier Freimaurer, die das Gleiche machen. Und das kommt alles von ihren Vorfahren aus Ägypten mit dem gekreuzten Ärmen als Zeichen des Todes im Sarkophag.
Auch darum wurden die Tempelritter mit gekreuzten Knochen begraben. Und dann natürlich noch diese hier, die Nazi-Templer mit gekreuzten Knochen, eine schwarz gekleidete Pharaonenarmee gegen die europäischen Völker. Genauso wie diese hier und noch immer die gleichen wie damals, so wie im vorigen Bild. Und noch immer gegen die europäischen Völker. Wir können es. Und wir Stämme des Nordens haben es im Jahre 455 schon mal gemacht und Rom platt gemacht. Wollt ihr den totalen Spritzkrieg? Oder sollen wir einfach das neue Rom nochmals platt walzen? Andere Optionen gibt es nicht mehr. Habt keine Angst vor den Römern und ihrem Pharaonenadel. Und habt keine Angst vor dieser Römerarmee, bestehend aus Pharaonennachwuchs. Führt sofort das Ding wieder ein. Heute noch. Habt keine Angst zum Sterben. Und kämpft für eure Kinder. In einem Monat kann man viel erreichen, wenn man wieder zusammenkommt in der alten Volksversammlung.